Ich sag's so direkt so. Die interessiert sich für Vlogs. Jo, wir haben jetzt hier andere Leute gefunden. Ey, sagt mal Hallo für mein Vlog. Es juckt hier einfach nicht. Live. Was? Er ist live. Ja, live auf jeden Fall. Aber hat irgendwas auf der Map geblinkt und Robert wollte unbedingt hier aussteigen. Und sind wir wohl hier hart hingegangen. Macht's gut. Und irgendwie, wir feiern's einfach mega krass, dass einfach wir durch Pokémon Go einfach so eine scheiß Versammlung hier gefunden haben. Und wir wissen einfach nicht mal, was die gemacht haben. Ja, und wir sollen jetzt alle Team Gelb kommen. Das machen wir, weil die Jungs waren nett. Die haben da Rosen gesetzt, das ist voll schön. Und ich weiß noch nicht mal, was das genau heißt. Ich glaube, dann kommen wir. Aber die waren nett, also sind wir Team Gelb. Und die anderen, die waren Team Rot, die waren böse. Jo, also werde ich jetzt gleich, wenn wir zu Hause sind, mal irgend so eine Scheiße auf mein Handy installieren und yo. Leute, dort hinten, da ist ein Auto hinter mir, aber trotzdem, da ist noch ein Auto neben mir. Dort hinten irgendwo sieht man einen Leon, wie er leibt und lebt. Und wir haben gerade angehalten, um hier in den Netto zu gehen. Und Leon ist gerade bis da vorne zur Kreuzung gegangen, um scheiß Pokémon zu fangen. Die spielen im Ausmaß an, das glaubt ihr nicht. Okay Leute, Update. Leon hat das Pokémon nicht gefunden. Und wir laufen jetzt tatsächlich hier irgendwo an der Hauptstraße rum und suchen ein scheiß Pokémon. Leon. Siehst du, oder siehst du da, wo ich stehe? Willst du nochmal kurz zu die Kamera sagen? Ist das dein Ernst? Ich raste aus! Siehst du das? Da! Ja. Hier, da! Zeigst du die Kamera? Da ist es! Das ist in dem Gebäude, wir müssen einbrechen. Hier ist die gelbe Basisstation. Was ist das denn? Leon wird sein Pokémon nicht finden. Wir kennen das ja schon so aus anderen Städten, wo das schon teilweise so ist, dass Leute so sagen, yo, bitte nicht hier reingehen, nur um Pokémon zu fangen. Und hier ist aber so ein Gebäude, da geht man nicht mal normal rein. Also Leon bricht da jetzt gleich ein und fängt sich ein paar Pokémons. Digga, das ist hier nicht, ich raste aus. Und wow. Wir haben euch alle gern. Yo, und dann auch noch der dritte Versuch von Leon, das Pokémon hier an der Straße zu fangen. Wird er diesmal erfolgreich sein oder nicht? Wir sind gespannt. Wir stehen quasi gerade in dem Pokémon drin. Aber Leon, Sandy will das wohl hart nicht. Und ja. Kann es sein, dass es echt zu langsam ins Internet ist oder so? Ich glaube aber, so langsam kann das Internet kaum sein. Jedenfalls, wir waren jetzt zwischenzeitlich schon im Netto drin und jetzt versuchen wir das einfach nochmal und es klappt immer noch nicht. Kann auch sein, dass das einfach noch etwas verbuggt ist, wenn das heute erst rausgekommen ist, ne? Wir zocken es am Release Day, wir sind die coolen Kids, ja. Mhm. Pokémon Go zieht einfach. Nächster Versuch, Nummer 4. Leon versucht das Pokémon wie. Sophia hat das Kabel aus dem Auto gezogen. GG. Wie war so ein komisches. Was heißt das, wenn das so. Rein, wenn es aussieht, als würde irgendwas im Gras rumwuscheln, ist da dann auch was? Nicht unbedingt. Aber kann was sein? Ja. Easy, da fahren wir hin. Leon versucht 5 das Pokémon an der Straße zu fangen. Es ist übrigens grün. Irgendwas ist gerade umgefallen und Leon hat das Pokémon gefangen. Scheinbar hat er jetzt nicht gefangen. Ja. Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind gerade nach Hause gefahren, sind kurz vor Leons Zuhause. Und was ist passiert? Leon hält einfach am Pokéstore an, um nochmal neue Bälle zu kriegen. Hey, aber es ist. Doch, jetzt ist er gespawnt, Karl. Aber es funktioniert nicht. Lol, das hat einfach ein anderes Ding. Oh, und das Icon ist neu. Yeah! Und Leon kriegt wieder was Neues. Und dafür sind wir gerade hier angehalten. Hey, guck mal, das hat doch das Symbol von Bestlich Bahnhof drin, aber das ist das von hier. Aber man kriegt neue Pokébälle, ne? Scheiße, Lato! Das war jetzt der wichtigste Stopp, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Kann ich weiterfahren, Robert?